Ja, einen schönen guten Abend. Ich darf Sie hier ganz herzlich begrüßen, heute in der Eutiner Landesbibliothek, im Namen der Stiftung Eutiner Landesbibliothek und auch im Namen von Herrn Dr. Baudach, Leiter der Eutiner Landesbibliothek, und Herrn Dr. Walter, Leiter der Forschungsstelle Historische Reisekultur. Wir freuen uns sehr. Ich weiß, es hat schon Veranstaltungen wieder gegeben, aber dass es tatsächlich möglich ist, auch jetzt im Rahmen des Stipendiums auch die Werkstattgespräche wieder zu machen. Tatsächlich hat es vor einem halben Jahr mit der anderen Stipendiatin, die wir über den Winter hatten oder vom Sommer bis zum Winter hatten, vieles ja aus Corona-Gründen, wie jeder sich vorstellen kann. Inzwischen konnten wir es nachholen vor ein, zwei Wochen. Und ich freue mich jetzt hier auch, Herrn Dr. Pagorski begrüßen zu können, der unser dritter Stipendiat ist, und ich darf kurz noch dazu erzählen, die Stiftung Eutiner Landesbibliothek vergibt seit knapp zwei Jahren ein Stipendium, das die Bestände, die Sammlungsbestände noch besser nutzbar machen soll, das sich mit den Themen der Landesbibliothek vorrangig beschäftigen soll. Und wir freuen uns natürlich, hier im regen Wechsel jedes halbe Jahr einen neuen Stipendiaten begrüßen zu können. Mein Dank geht an die Sparkassenstiftung Eutiner Landesbibliothek, hier im Namen Herr Gawanski, heute vertreten als Geschäftsführer, herzlich willkommen. Und ein herzliches Dank auch, denn mit maßgeblicher finanzieller Unterstützung gelingt es uns, das jetzt auch durchzuführen. Die Stiftung Eutiner Landesbibliothek finanziert auch noch ein Part. Und besonders schön ist es natürlich, dass wir hier in Eutin auch über die Sparkassenstiftung eine Wohnung dafür zur Verfügung gestellt bekommen, also für unsere Stipendiaten im Vogthaus, was nicht nur dicht dran liegt, sondern auch, denke ich, besonders schön ist, dass man da wohnen kann. Die Nähe ist aber natürlich bestechend. Ja, ein Stipendium zu vergeben, das war lange Jahre schon im Gespräch. Wir merken, dass es nicht nur den jungen Wissenschaftlern die Chance gibt, hier an einem besonders schönen Ort zu forschen, sondern es befruchtet sich gegenseitig, würde ich sagen. Wir finden es auch sehr schön, immer abwechselnd junge Leute aus verschiedenen Nationen hier begrüßen zu können. Herr Dr. Pogorski kommt aus Polen. Wir hatten den ersten Stipendiaten vor anderthalb Jahren aus Deutschland hier. Und vor einem halben Jahr erst Frau Filipenkowaite aus Litauen. Und in Kürze sind sie leider schon wieder weg. Wir dürfen die nächste Stipendiatin begrüßen, wieder aus Deutschland. Und das ist eigentlich auch besonders schön, denn zu Corona-Zeiten kann man sich vorstellen, ist die Reiselust nicht besonders hoch. Und da man ja auch wirklich nicht gut einschätzen kann, ob was überhaupt möglich ist und ob das klappt. Ja, ich darf einmal kurz überleiten und Herrn Dr. Pagorski vorstellen, der im Bereich der Literaturwissenschaft an der, jetzt kann ich es bestimmt nicht aussprechen, an der Adam, sagen Sie, ja, Universität in Poznan promoviert. Und im Rahmen Ihres vom Polnischen Nationalzentrum für Wissenschaft finanzierten Projekts haben Sie über das Polenbild in der deutschsprachigen Reiseliteratur des 17. Jahrhunderts die Evolution des deutschen Polenbildes und die Entwicklung der Stereotype untersucht, erforscht. Und der Titel Ihrer Dissertation, Polen in den deutschen Reiseberichten des 17. Jahrhunderts. Reisebericht, Forschungsstelle Reisekultur, das passt besonders gut. Und der Gegenstand Ihrer Forschung in Eutin entsprechend ist eben auch die Erarbeitung der Druckfassung einer deutschen Version Ihrer Doktorarbeit und die Vorbereitung weiterer Forschungen, unter anderem dem Abschluss eines Aufsatzes über den ersten polnischen Reisebericht über Island für den Eutiner Sammelband über Bilder der nordostatlantischen Inseln. Ich bitte um Verzeihung, dass ich das jetzt abgelesen habe, aber das musste ich tun, damit es richtig ist. Ja, ich finde es toll. Sie sprechen fantastisch Deutsch. Ich bewundere das. Und ich freue mich sehr, hier heute Abend zu hören, was Ihnen der Aufenthalt in Eutin gebracht hat. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und ich leite jetzt über.
Frau Sierks, vielen Dank für die Eröffnung des Treffens und für die Vorstellung. Ich gucke jetzt nur auf die Uhr, um nicht zu lang zu sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist für mich eine besondere Freude, heute vor Ihnen stehen und ein paar Worte über die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen sprechen zu dürfen. Nachbarschaft verpflichtet, lautet das Credo der einer an meiner Universität veröffentlichten Schriftenreihe Posener Deutsche Bibliothek, in dem zahlreiche Dokumente der deutschen Geistesgeschichte auf Polnisch veröffentlicht worden sind. So fühle ich mich auch verpflichtet, nicht nur wegen des Stipendiumvertrages, sondern auch im Hinblick auf unsere Nachbarschaft und die deutsch-polnischen Beziehungen, mit Ihnen eine kurze Reise in die Geschichte zu unternehmen und die Mechanismen und Auswirkungen, die bis heute fortwirken, zu beobachten. Ich habe meinen Vortrag in drei Teile gegliedert. Zuerst stelle ich Ihnen ein paar Reisende vor, um die Vielfalt der Reisetypen, Autoren und Texte zu veranschaulichen und den historischen Kontext zu skizzieren. Dann gehe ich zum Problem der Begrifflichkeit und der Frage über, was damals unter dem Begriff Polen eigentlich verstanden wurde. Im dritten Teil will ich auf das Thema des damaligen Polenbildes und der Stereotype eingehen und zusätzlich einen Blick darauf werfen, was davon bis heute geblieben ist und was das für uns heute bedeutet. Ich fange, hier sehen Sie eine Karte mit ganz vielen Reiserouten. Über 30 Reisen habe ich im Rahmen meiner Dissertation untersucht. Hier in meinem Vortrag werde ich leider nur 6 vorstellen, aus Zeitgründen. Ich hoffe, dass sie aber mehr oder weniger repräsentativ sind. Ich fange noch mit 2 Reisen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts an. Hans von Schweinichen war ein schlesischer Kleinadeliger, der am Hof der Liegnitzer Herzöge in Schlesien diente. 1569, also als er 17 Jahre alt war, fuhr er im Gefolge seines Herzogs an den polnischen Reichstag in Lublin, 150 Kilometer südöstlich von Warschau. Aus heutiger Perspektive gilt dieser Reichstag als eines der wichtigsten Ereignisse in Ostmitteleuropa in der frühen Neuzeit. Im Anschluss darauf haben sich die polnischen und litauischen Stände vereinigt, aus 2 Staaten, dem Königreich Polen und dem Großherzogtum Litauen, einen Organismus zu bilden, Rzeczpospolita Obojga Narodów, wortwörtlich Republik beider Nationen. Bis zum Verlust der Unabhängigkeit am Ende des 18. Jahrhunderts hatte das Königreich Polen-Litauen unter anderem gemeinsamen Herrscher, gemeinsames Parlament, Reichstag und gemeinsame Außenpolitik. Was interessierte aber den Diener Hans von Schweinichen? Er war an die politischen Verhandlungen überhaupt nicht interessiert. In seinen privaten, tagebuchartigen Aufzeichnungen kommen hingegen Informationen über die Tracht der polnischen Adeligen und des Königs, über die Geschenke, die sich die Herrscher gegenseitig geschenkt haben, oder den Verlauf der Bankette. Insgesamt verbrachte Schlesier damals in Polen circa 3 Monate. Ein anderer Fall war Samuel Kichel, Patriziersohn und künftiger Handelsmann aus Ulm. Teilweise zum Zweck der Ausbildung, teilweise aus Abenteuerlust, unternahm er mehrere Reisen in Europa und Nahem Osten, unter anderem auch nach Polen, Litauen und Russland, wovon er in seinem Reisebericht erzählt. 1586 reiste er aus Pommern über Danzig, Königsberg, Wilna nach Pleskau und Narva und dann über Reval, heute Tallinn, auf dem Schiff wieder nach Danzig und durch die Kaschubei, Großpolen und Schlesien nach Wien. Das Ziel der Reise war kein Zufall. Nur 4 Jahre früher war Livland, ein Kriegsplatz zwischen Polen-Litauen, regiert von Stefan Batory, und dem Moskauer Staat, regiert von Iwan dem Schrecklichen. 20 Jahre später schließt sich zu diesem Kampf auch Schweden und die Reibungen um die Macht an der Ostsee zogen sich bis ins 18. Jahrhundert. Der junge Kaufherr konnte sich also von der Lage vor Ort eine eigene Meinung bilden. Anders als der vorige Autor war er ganz guter Beobachter, der sich nicht nur für seine Branche, sondern auch für Land und Leute interessierte.
Ausführlich beschreibt er die Eigentümlichkeiten der angetroffenen Völker, ihre Sprache, Bräuche, Küche etc. In Danzig waren zum Beispiel mit dem Handel Bierkultur und Weibertracht, in Vilna mit der Völker- und Konfessionsvielfalt begeistert. Eine ganz andere Reise wurde von einem schlesischen späthumanistischen Gelehrten, Kaspar von Dornau, unternommen. Am Anfang des Dreißigjährigen Krieges trat er in den Dienst der böhmischen Krone und versuchte, anti-habsburgische Koalition zu stärken. Daher reiste er zuerst nach Ungarn und dann 1620 an den Reichstag in Warschau. Schon auf dem Weg erreichten ihn die Gerüchte über die Niederlage am Weißen Berg. Trotzdem wollte er die polnischen Politiker dazu bewegen, sich gegen die Politik Habsburger in Böhmen und Schlesien aktiv einzuschließen. Polen-Litauen erlebte zu der Zeit enorme Blüte, sozial, politisch, ökonomisch. Dem schlesischen Gesandten ist zwar gelungen, vor den beiden Kammern des Parlaments, das heißt den Landboten und Senatoren, aufzutreten, seine Mission blieb jedoch weitgehend erfolglos. Dornau reiste natürlich nicht alleine, sondern mit einer großen Gefolgschaft, insgesamt 125 Personen und 107 Pferde. Der Verlauf der Reise und der Verhandlungen sind dem diplomatischen Bericht zu entnehmen, den Dornau an die schlesischen Fürsten und Stände, also seine Beauftragten, richtete. Wieder anders war die Reise des jungen Kavaliers, Georg Friedrich Freiherr zu Eulenburg, aus Königsberg konzipiert. Obwohl Polen damals fast nie im Rahmen einer Kavaliersreise durchreist wurde, besuchte er vor seiner eigentlichen Tour nach Westeuropa um die Mitte des Jahrhunderts die Schule an Jesuitenkollegium in Braunsberg, heutzutage Braniewo, Ermland, und reiste dann auch durch Großpolen und nach Schlesien. So konnte der junge Georg Friedrich die polnische Sprache lernen und das sozialpolitische System der Adelsrepublik selbst beobachten. Da er jedoch während der Reise 13 bzw. 14 Jahre alt war, geht man davon aus, dass die in seinem Reisebericht beinhaltete Beschreibung des polnischen Staates und der polnischen Gesellschaft von seinem Hofmeister geschrieben wurde. Die Rückreise des preußischen Kavaliers musste beschleunigt werden, da 1655 mehrere schwedische Armeen das Königreich Polen-Litauen angegriffen haben. Der Angriff war so erfolgreich, dass binnen einigen Monaten fast das ganze Land durch schwedische Truppen erobert und verwüstet wurde. Warschau und Krakau wurden eingenommen und der polnische König musste ins Ausland fliehen. Der Zweite Nordische Krieg dauerte insgesamt 5 Jahre und gilt in der polnischen Historiografie als die sogenannte schwedische Sintflut. Das besonders mediale Ereignis wurde ganz stark im Reich rezipiert und ist als eine Wende in der deutschen Polen-Wahrnehmung zu verstehen. Gleich noch mehr dazu. Umso interessanter sind die Memoiren eines Soldaten aus Holstein, genauer genommen aus Hohenwestedt. Hieronymus Christian von Holsten hieß er, also eines Jugendlichen, der sich als Freireiter einem schwedischen Regiment anschloss und am schwedischen Einfall in Polen teilnahm. Seine Route ist hier auch auf der Karte zu sehen. Nach einem Jahr geriet er jedoch in Gefangenschaft, wechselte die Fahne und kämpfte dann im Leibregiment eines polnischen Feldherrn. Das war ja nur der Anfang der Geschichte. Wegen der deutschen Tracht wurde er in der Vorkarpaten fast von den polnischen Bauern ermordet. In Großpolen hat sich in einer polnischen Edelfrau verliebt. In Preußen hatte er mehrmals Winterquartier. Und nicht zuletzt geriet er dann in der Ukraine in tatarische Gefangenschaft. Insgesamt verbrachte er in Polen-Litauen als Soldat 8 Jahre. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war Polen-Litauen nicht nur wegen der militärischen Konflikte geschwächt. Vielleicht noch größeren Einfluss auf die immer schlechtere Lage des Königreichs Polen-Litauen hatte der sozial-ökonomische Wandel. Anders als im Falle der westeuropäischen Staaten war das Stadtbürgertum sehr unbedeutsam und statt kapitalistischer Wirtschaft hat sich die Vorwerkwirtschaft und Frondienst weiterentwickelt. So kam es im Laufe des 17. Jahrhunderts nicht nur zu immer größerer Ausbeutung der Bauer, sondern auch zur Schichtung des Adels und zu einer enormen Stärkung der Aristokratie und Verarmung der Kleinadeligen.
So wurden die Wahlberechtigten entweder von den Magnaten, die zu ihren Patronen geworden sind, oder von den Ausländern beeinflusst. Wie großen Ausmaß die Destabilisierung des politischen Systems hatte, zeugt der Reisebericht von einem Friesen, Ulrich von Werdum, der an seiner geheimen Mission, eines französischen Agenten teilnahm. Das Ziel der Mission war die Entthronung des polnischen Königs und die Einführung eines französischen Kandidaten. 2 Jahre lang reisten die Agenten, verkleidet und mit verfälschten Identitäten, und bildeten eine antikönigliche Opposition. Das Werk von Werdum ist der umfangreichste und wohl auch der bedeutendste deutsche Reisebericht aus Polen im 17. Jahrhundert. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Ziel des Aufenthalts fällt hier das Polenbild eher düster aus. Zum Schluss des ersten Teiles kommt noch ein Autor aus der sogenannten Sachsenzeit. 1697 wurde zum König in Polen-Litauen August der Starke gewählt, zugleich auch der sächsische Kurfürst und Herzog Friedrich August I. von Sachsen. Seitdem ist die Zahl der Reisen zwischen den beiden Höfen in Dresden und Warschau stark gestiegen. Ein Beispiel dafür schildern uns unvollendete Reisenotizen eines anonymen Autors, der Sohn eines sächsischen Geheimrates war und zusammen mit seinem Vater und der Gefolge im Frühjahr 1699 nach Warschau reiste. Es dauerte nur 2 Wochen, aber trotzdem ist die Reisebeschreibung wertvoll und ergiebig. Davon zeugen sowohl der Inhalt, unter anderem die einzigartige Beschreibung der Innenräume und Ausstattung des Schlosses des polnischen Magnaten und Thronkandidaten Stanisław Leszczyński in Rydzyna in Großpolen, als auch der Stil des Berichts, der uns die sehr scharfe Beurteilung der polnischen Gesellschaft schildert. Nach der kurzen Vorstellung der ausgewählten Autoren gehen wir zum Thema der Begrifflichkeit über. Was meinten Sie eigentlich, als sie Polen beschrieben? Wie verwickelt die Lage in der Realität war, lässt sich aus mehreren Perspektiven beobachten. Zuerst politische Dimension. Das Königreich Polen-Litauen war kein homogener Organismus, wovon selbst die Titulatur des Königs zeugt. Hier ein Beispiel: Wladyslaus Quartus dei Grazia Rex Polonie, Magnus Dux Lituanie, Russie, Prusie, Mazowie, Samogitie, Livonie kwe, Nec non suecorum gotorum vandalorum que rex. Lassen wir den Streit um die schwedische Krone beiseite, dann bleibt uns neben Polen und Litauen noch Reußen, heutige Westukraine, südliche Weißrussland, Preußen, Masowien, Samogitien, also Niederlitauen und Livland. Die Lage war natürlich kompliziert. Zum Beispiel Masowien wurde von den polnischsprachigen Gesellschaften bewohnt. Bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts war das aber als Lehen der polnischen Krone ein separates, von masowischen Piasten regiertes Herzogtum mit eigenem, unter anderem ganz stark antiketzerischem Recht. Dann wurde es indirekt zu Polen angeschlossen und im 17. Jahrhundert gab es schon keine Sonderstellung dieses Gebiets mehr. Trotzdem sonderten immer noch manche Reisende das Volk der Masuren aus. Mit dem heutigen Masuren hatte das damals nichts zu tun. Die alte politische Aufteilung scheint also immer noch eine Rolle zu spielen. Im Falle Preußens war das anders und vielleicht noch komplizierter. Ein Teil der Region gehörte indirekt zu Polen. Das war das sogenannte königliche Preußen mit Danzig, Elbing und Thorn. Außerdem gab es auch das Herzogtum Preußen, das nach der Säkularisierung des Deutschen Ordens entstand, mit der Hauptstadt in Königsberg, hier gelb markiert. Es war zusätzlich bis zur schwedischen Sintflut ein Lehen der polnischen Krone, das Herzogtum, also bis in die 50er Jahren des 17. Jahrhunderts. Viele Reisenden merken sich diese Unterschiede überhaupt nicht, orientieren sich hingegen auf die sprachlich-kulturelle Ebene und so zum Beispiel Danzig oft einfach als deutsche Stadt betrachteten, nicht preußische, nicht polnische, nicht irgendeine andere, einfach deutsche Stadt, weil da grundsätzlich auf Deutsch gesprochen wurde. Werfen wir jetzt einen Blick in die sprachliche Vielfalt im Königreich. Es gab mindestens 7 Amtssprachen,
Neben Latein, dem Polnischen und Altweißrussischen, das waren die Hauptsprachen in den Kanzleien und Gerichten, muss man auch das Deutsche in Preußen und Stadtgerichten, dazu Hebräisch und Jiddisch im Ausschuss der vier Länder, das war eine Institution zur Selbstverwaltung der Juden in Polen, Litauen, und altarmenische Sprache hinzurechnen. Die Armenier, die vorwiegend in Preußen gewohnt haben, hatten ihr eigenes Recht. Dazu kommen noch die Sprachen der zahlreichen Religions- und Konfessionsgemeinschaften, Mennoniten in Preußen, Orthodoxen in Preußen oder Tataren in Litauen und die regionalen Sprachen. In Kurland und Livland bemerkt unter anderem der sogenannte Patriziersohn als Ulm drei Sprachen. Die deutsche, die undeutsche, höchstwahrscheinlich die livonische, also eine ugrofinnische Sprache, und die lettische, also baltische Sprache. Insgesamt schätzen die Forscher die Zahl der Sprachen im Königreich Polen-Litauen auf 40. Dann noch die sozialrechtliche Ebene. Der Adel fühlte sich ethnisch anders als Bauern, weil er angeblich von den antiken Sarmaten und sie vom biblischen Kam stammen sollten. Damit wollten die Adeligen das politische System der Altsrepublik, in dem nur sie die politischen Rechte besaßen, rechtfertigen. So spricht man in Bezug auf diese Zeit über eine politische Nation der Adeligen. Unterschiedlich waren auch die Rechtssysteme für Adelige, für Städte, für Bauer, für Juden, Armenier und so weiter. Die Frage also, was damals Polen eigentlich war und wer als Pole betrachtet wurde, ist ja selbst für uns heute nicht so einfach zu beantworten. Denken wir nur an Kopernikus. Wie haben das die deutschen Reisenden gesehen? Im Rahmen meiner Dissertation habe ich versucht, die Begrifflichkeit der Autoren zu untersuchen. Worauf bzw. auf wen und in welchen Kontexten bezogen sie damals die Begriffe Pole, Polen, Polnisch? Im Laufe der Untersuchung habe ich in den deutschen Reisebeschreibungen drei Bedeutungsvarianten ausgesondert, territorial-staatliche, ethnisch-nationale und symbolische Variante. Zuerst territorial-staatliche, wo Polen als Staat, als Territorium unter der Oberherrschaft des Königs von Polen-Litauen gesehen war. Ein Beispiel, Zitat, den 13. Oktober passierten wir aus den preußischen Grenzen in das polnische Gebiet durch einen polnischen Flecken oder Starostei, nämlich Palangen. Das Problem ist hier nur, dass Palangen nicht in Königreich, also nicht in Krone Polen war, sondern in Großherzogtum Litauen. Das heißt, dass manchmal auch Gebiete, die politisch gesehen zum Beispiel Herzogtum Litauen waren, auch als Polen betrachtet waren, weil sie unter der Herrschaft der polnischen König standen oder der polnisch-litauischen König standen. Ein anderes Beispiel, eine ähnliche Geschichte. Es bezieht sich auf Smolensk, eine Stadt nicht weit von Moskau, ist das vornehmste Grenzhaus an dem Ort an Polen. 20 oder 30 Jahre lang gehörte auch Smolensk zu Polen. Daher war das auch die Grenze zwischen Polen und Moskauer Stadt. Dann ein anderer Typ, territorial gesehen, aber doch anders verstanden, Polen als ein Land in dem ganzen Königreich. Zitat, Polen liegt gegen Aufgang nach der Litau und Preußen, gegen Mittag nach dem ungarischen Gebirg, so man Karpak oder das karpatische Gebirg gemeinlich nennt, gegen Niedergang nach der Schlesien, gegen Mitternacht nach Preußen oder dem Baltischen Meer. Das Königreich wird geteilt in Großpolen und Kleinpolen. Also hier sehen wir etwas ganz anderes. Das heißt, alle die Gebiete, die nicht Polen im Namen heißen, schon nicht mehr zu Polen zugerechnet werden. Und so eine Auffassung ist auch sehr, sehr oft auf Karten, auf den damaligen Karten zu finden. Also hier, das ist vielleicht vom Weiten nicht so ganz gut zu sehen, aber als Polen wird hier nur das Rote hier markiert, also Großpolen, Kleinpolen, eventuell auch Masowien und hier Kujawien. Preußen ist hier nur das Gelbe hier, dann Podolien und Wolinien, hier Litauen und hier mit einer Farbe ist zusammen Kurland, Samogitien, also Niederlitauen, Preußen, der herzogliche Teil und der königliche Teil hier. Dann haben wir eine ethnisch-nationale Bedeutung, also die Begriffe bezogen sich auf die Merkmale des Volkes. Neben der Sprache war das zum Beispiel Tracht, Zitat, die polnische Reuterei in mancherlei schöner und köstlicher Manier auf Welsch, also Italienisch, Polnisch, Moskowitisch, Türkisch und Tatarisch geziert.
Jede Nation hatte seine eigene Art, sich zu kleiden. In Polen seit dem 16. Jahrhundert war es ganz, ganz modisch, sich orientalisch zu kleiden, also die Pelzhüten mit Federbusch, so ein spezieller Mantel, der Kontusch heißt, oder so eine Schärpe. Ganz, ganz viel in der damaligen altpolnischen Mode richtete sich nach der türkischen Mode des 16. und 17. Jahrhunderts. Das sieht man auch am Beispiel der Säbel. In Polen trug man nicht gerechte Segel, sondern ein bisschen krumme, sogenannte Rapier. Dann konnten wir auch eine Bedeutungsvariante, die sich auf Naturell des Volkes bezieht. All da war zwar großbracht, wie die Polaken pflegen zu tun, vorhanden. Also Polen konnte man unterscheiden, wenn man die entsprechende Eigenschaften bemerkt hat. Dann Sitten und Küche. Zitat: Knoblauch, Zwiebeln und Rettige. Ein approbiertes polnisches Präservativ, wieder alle vergiftete Luft. Und die Frage, Konfession, inwieweit die Polen aufgrund der Konfession als Polen gesehen wurden, schwer zu beantworten. Es ist mir nicht gelungen, oder die Lage war nicht so leicht wie umgekehrt. Das heißt, die Deutschen wurden in der polnischen Gesellschaft im 17. Jahrhundert grundsätzlich mit Luthertum assoziiert. Und Luther, vor allem später im 18. und 19. Jahrhundert, das war eigentlich ein Symbol, eine allgemeine Bezeichnung für die Deutschen. Du bist ja Luther, du bist ja Deutscher, du bist ja Protestant, du bist ja Ketzer. Das hatte negative Konnotation, das war fast so wie ein Schimpfwort. Also in der polnischen, altpolnischen Literatur kann man solche Fälle finden, wo die Deutschen mit Konfession assoziiert werden. In der deutschen Schriftum habe ich das nicht so ganz gesehen, obwohl das Problem war, dass ich die deutschen Reisenden oder die deutschen Reiseberichten untersucht habe und 85% der Texte wurden von Protestanten geschrieben. Daher musste man vielleicht auch mehr Texten von Katholiken haben, um das zu vergleichen. Wichtiger Schluss aus diesen beiden Varianten, aus den territorialen. Geografisch gesehen gab es also unterschiedliche Reichweiten. Also Polen wurde vom Auto und von jedem Auto konnte unterschiedlich verstanden werden und assoziiert werden. Manche verstanden Polen als ganzes Land mit Grenzen in Podolien oder da ganz oben in Livland. Andere verstanden nur Land an der Warte und Weichsel, auch mit den Einwohner. Nicht jeder Einwohner des Königreichs war als Pole betrachtet. Vielleicht etwas banal, aber doch wichtig, weil dann muss man sich Frage stellen, inwieweit werden alle die Einwohner des polnischen Staates als Polen wahrgenommen und inwieweit beeinflussen sie das Polenbild. Die bisherigen Varianten, territoriale und ethnische, waren im Laufe des ganzen 17. Jahrhunderts zu sehen. Die dritte Variante taucht erst in den Texten aus den drei letzten Dekaden auf. Dies ist als ein Beweis für die Evolution der Polenwahrnehmung zu verstehen. Es geht um symbolische Variante. Und jetzt kommt das Interessanteste meines Erachtens. Polen wurde als Gegenüberstellung, als Kontrastfolie des Deutschen, der deutschen Tugenden benutzt. Zitat: Der Boden, der Autor reiste aus Polen in Richtung Herzogtum Preußen. Der Boden ist sandig und steinig, aber weil die Leute auf deutsche Manier arbeitsamer zu werden anfangen, hatten sie die Steine nicht übers ganze Feld wie in Polen liegen lassen, sondern in große Haufen zwischen den Äckern zusammengesammelt. Also eine Situation schon ganz auf nationaler Ebene und auf eine verallgemeinernde Weise schön gemacht. Zweites Zitat: Hüte dich aber von der polnischen Familiarität, denn du weißt selbst, dass bei ihren verstellten Liebkosungen man sich keiner beständigen Freundschaft zu versehen, noch einer deutschen Aufrichtigkeit zu versichern hat. Indem, wenn kaum der schmeichelhafte Mund unter häufigen Umarmungen einem Deutschen viel Mój Braciszku, mein lieber Bruder, an den Hals geworfen, bisweilen darauf ein Skurwysyn, ein Schimpfwort, nach dem anderen erfolgt. Also hier wieder eine Gegenüberstellung polnischer Familiarität und deutscher Aufrichtigkeit.
Drittes Zitat. Sie eilten Tag und Nacht fort, aus in den Grenzen Deutschlands zu kommen, gleichsam als ob sie des zärtlichen Lebens der Deutschen, der kostbaren Palais, der prächtigen Zimmer und charmanten Konversation ganz müd und überdrüssig wären und solche mit dem Gegenteil zu verwechseln nicht warten könnten. Hier in der Kaschubei bekamen sie schon einen Vorschmack von Polen, denn hier hatte alles eine andere Gestalt als in den Ländern, welche sie bisher passiert. Die Sonne schien und war hier nicht so angenehm als auf dem deutschen Himmel. Sie gingen nach der alten orientalischen Manier ganz barfuß, jedoch seien sie darin von den morgenländischen Völkern unterschieden, dass das Fußwaschen bei ihnen nicht gebräuchlich war, musste man hinzufügen. Bei dieser Variante waren die oben angedeuteten Nuancen, die ich ja ganz lang beschrieben habe, überhaupt nicht wichtig. Dabei ging es nämlich nicht, eine geografische Reichweite festzulegen oder ein Volk zu beschreiben. Die Polen wurden insgesamt zur Gegenüberstellung der Deutschen und ihr Bild stand im Kontrast zu den angeblich deutschen Tugenden. Warum kann man diese Entwicklung gerade am Ende des 17. Jahrhunderts beobachten? Welche Eigenschaften waren als typisch polnisch betrachtet und wie gelangen sie in das deutsche Polenbild? All dies wird in dem dritten Teil erläutert. Zuerst noch eine kurze theoretische Frage: Warum entstehen Fremdbilder? Warum sind sie vorwiegend negativ? Fremdbilder sind ein notwendiger Bestandteil jeder Identität. Eine Aufteilung zwischen wir und sie hat es immer gegeben. Für die antiken Römer waren das Barbaren, für christliches, mittelalterliches Europa die Heiden und Ketzer. Im 19. Jahrhundert sehen wir die Nationen, im Kommunismus die Klassen. Heutzutage können als Achse der Gegenüberstellung politische Systeme und Wahrnehmung der Menschenrechte zum Beispiel betrachtet werden. Die Eigen- und Fremdbilden halfen und helfen, sich von den anderen abzusondern, und so bilden und erhalten sie die Identität jeder Gruppe. Man könnte die kognitiven Fähigkeiten des Menschen höher schätzen und feststellen, dass man den anderen einfach selbst beobachten und sich eine Vorstellung über ihn machen muss. Die Lage ist jedoch viel komplizierter. Stellen wir uns eine Reise vor. Vor jeder Reise wollen wir uns ja vorbereiten. Wir planen unsere Route, nutzen entsprechende Literatur, informieren wir uns, worauf wir achten sollten. Und dieses Vorwissen sowie unsere Erwartungen beeinflussen im Endeffekt unsere Wahrnehmung. Genau das wurde auch in der theoretischen Reiseliteratur des 17. Jahrhunderts empfohlen, sich vor der Reise entsprechend vorzubereiten und irgendwie auch vorprogrammieren. Ein wichtiger Punkt bildeten immer die Informationen über die Geschichte des jeweiligen Landes und Volkes. Die Denkweise hat noch antike Tradition. Daher waren die Prototypen der Reiseführer, wie man in Bezug auf das 17. Jahrhundert sagen kann, voll von historischen Daten, und ihre Autoren nutzten nicht nur die gegenwärtige Literatur, sondern auch humanistische Kosmografien, alte Polemiken und Traktate, zum Beispiel aus dem Feder der Ritter des Deutschen Ordens, sowie mittelalterliche Chroniken. Immer noch führte man darüber hinaus die Werke der antiken Autoren. Wie stark die antike Weltvorstellung die spätere Wahrnehmung prägen konnte, ist am Beispiel der Klimatheorie, das heißt der Überzeugung, dass die Eigenschaften des jeweiligen Volkes vom Klima des von ihm bewohnten Landes abhängt, zu sehen. Daher sieht man in den deutschen Reiseberichten des 17. Jahrhunderts viele frühere Motiven, zum Beispiel aus der Zeit des Humanismus. Schon damals wurden den Polen Hochmut, Neigung zur Pracht, Grobheit, Falschheit, mangelnde Hygiene, übermäßiger Alkoholkonsum, Bigotterie, Faulheit, Zanksüchtigkeit und generell zivilisatorische Rückständigkeit zugeschrieben. Im Laufe des 17. Jahrhunderts sind zwar einzelne neue Elemente zu finden, wie zum Beispiel die Bestechlichkeit, aber im Grunde genommen hat sich der Inhalt des Polenbildes nicht verändert. Trotzdem haben wir in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit einer wichtigen Evolution zu tun. Erstens merkt man damals eine eindeutige Verschlechterung des Polenbildes, in dem negative Elemente viel stärker betont und verallgemeinert wurden.
Sicherlich hatte das mit der Verschlechterung der sozial-politisch-ökonomischen Lage in der Adelsrepublik zu tun. Ich habe schon die schwedische Sintflut erwähnt. Die Verwüstung des Landes während dieses Krieges hatte einen enormen Einfluss auf die Wirtschaft Polen-Litauens. Die Ereignisse waren jedoch nur ein Faktor für die Verschlechterung. Ein anderer waren die medialen Bilder von diesen Ereignissen. Im 17. Jahrhundert schritt neben dem realen Krieg auch ein medialer Krieg. Beispiel. Im Auftrag des schwedischen Königs schuf ein deutscher Historiker, Hermann Konnering, in Zeit der schwedischen Sintflut, antipolnische Polemiken, in denen er der polnischen Staatlichkeit generell eine Nachrangigkeit zuwies und den schwedischen Einfall zu legitimieren versuchte. Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts ist auch mit der raschen Entwicklung der Periodika verbunden. Informationen über Kriege, über die Kriege in Polen gegen Kosaken, Schweden, Moskauer, Türken sowie über die Missbräuche bei den Königswahlen konnten schneller und leichter das deutsche Publikum erreichen. Die Situation in Polen-Litauen und die medialen Berichte darüber halte ich für einen wichtigen Faktor für die Entwicklung des Polenbildes im 17. Jahrhundert. Als wichtiger würde ich jedoch das schätzen, was damals in der deutschen Gesellschaft passiert ist. Es geht mir um die Entwicklung der frühneuzeitlichen nationalen Identität. Das Schlagwort Nation assoziiert man grundsätzlich mit dem 19. Jahrhundert. Trotzdem sind Spuren des Gefühls der Zugehörigkeit zu einer Sprach- und Kulturgemeinschaft schon in der frühen Neuzeit zu finden. Beispiele. 1617 entsteht die fruchtbringende Gesellschaft, die sich unter anderem für die Reinheit der Sprache kümmert. 1632 publiziert Martin Zeiler seinen sehr populären Reiseführer über das Reich mit dem Gedanke, die Reisenden sollen auch das liebe Vaterland kennenlernen und nicht nur nach Frankreich und Italien fahren. Damals ist auch die Kritik des Alamodewesens zu sehen, also der übertriebenen Ausrichtung des modisch-gesellschaftlichen und kulturellen Lebens nach französischem Vorbild. Die Kritik ist nicht nur in Trachtbüchern, sondern auch in der hohen Literatur zu finden. Die Furcht vor der kulturellen Dominanz Frankreichs war auch mit den militärischen Konflikten verbunden. Es seien als Beispiele der Dreißigjährige Krieg und der Pfälzische Erbfolgekrieg genannt. Damals wurde zum Beispiel der Heidelberger Schloss und der Dom in Speyer von französischen Truppen zerstört. Man kann also eine Entwicklung des sprachlich-kulturellen Gemeinschaftsgefühls beobachten, die mit der immer schärferen Abgrenzung von den Fremden gekoppelt war. So kristallisierten sich sowohl das Eigenbild der Deutschen als auch die Fremdbilder, neben demjenigen von Franzosen auch das Polenbild. Deswegen wurden die Polen in den letzten Dekaden des 17. Jahrhunderts immer öfter verallgemeinert, beurteilt und als Kontrast zu dem eigenen dargestellt. So hat sich emotionale Aufladung sowie die Funktion des Polenbildes verändert, wobei die einzelnen Elemente des Bildes erhalten geblieben sind. Dies war die Geburtsstunde von den modernen deutsch-polnischen Stereotypen. Was war ihr Kern, also die Achse der deutsch-polnischen Gegenüberstellung in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts? Dies lässt sich aus den in den Reiseberichten vorkommenden deutsch-polnischen Oppositionspaaren herauslesen. Sie beziehen sich sowohl auf die Eigenschaften der Einwohner, Fleiß, Faulheit, Höflichkeit, Grobheit, Aufrichtigkeit, Unbeständigkeit oder Falschheit, als auch auf die Beurteilung der Infrastruktur und des Landes, Wohlstand, Armut, Hygiene, Schmutz, Zivilisiertheit, Rückständigkeit. Zusätzlich wird stets über die ungezähmte Freiheit polnischer Adeligen gebildet, die sich dem Recht und dem König nicht unterstellen wollten. Einige Beispiele dafür wurden schon früher bei der Erklärung der symbolischen Bedeutung des Polenbegriffs angeführt. Hier noch weitere Zitate. Sonst hatte Herr Tatmanus etwas mehr Wissenschaft von der deutschen Höflichkeit als etwa dieser, Senior der polnischen Reformierten in Großpolen. Weil ich aber Lisa besuchte nicht des polnischen Branntweins oder Biers wegen, welches der Polen Leben ist, sondern der Besichtigung wegen, so observierte auch mein Dick Kurhik und besah die Stadt von innen und außen. Zitat Ende. Das zweite Zitat. Die ungebundene Freiheit, darin die Polen leben und das Gesetze, welches alle Verbrechen, etlich wenig ausgenommen, mit Geld bezahlbar macht, ist ein Ursach,
dass unter anderem Lastern auch der Totschlag in Polen sehr gemein ist. Drittes Zitat, das ist ein Pasquill an den polnischen Reichstag. Unsere Zusammenkunft ist ein Wind und unser Schlüssen ist ein lächerliches Spiel. Bald Vergleich und bald Befehl, bald Beschlüssen, bald Verlachen. Und was folgt als dann daraus? Klingt das nicht bekannt? Bestimmt kennen Sie die Wendung polnische Wirtschaft, die grundsätzlich im 19. und 20. Jahrhundert sehr populär war, aber eigentlich immer noch funktioniert. Die Wendung soll die angeblich polnischen Untugenden beschreiben. Chaos, Ineffizienz, Unordnung, Schlamperei, Verschwendung, die natürlich zu den angeblich deutschen bürgerlichen Tugenden wie Effizienz, Ordnung, Fleiß, Sparsamkeit, Sauberkeit in Kontrast stünden. Blickt man auf die Zuschreibungen im 17. Jahrhundert, so erweist sich, dass die einzelnen Elemente über Jahrhunderte weitgehend unverändert blieben. Selbst die Wendung polnische Wirtschaft kommt in einer Quelle aus dem 17. Jahrhundert. Was sagt uns das über das Wesen der Fremdbilder und Stereotype? Dass sie enorm resistent und anpassungsfähig sind. Sie funktionieren so lange wie die Identität der jeweiligen Gruppe. Sie sind in dieser Hinsicht eine notwendige Erscheinung. Daher soll es uns nicht wundern, dass die Vorstellungen der Deutschen über die Polen und auch umgekehrt so lange halten. Sie zu bewältigen oder zu bekämpfen, scheint sinnlos zu sein. Was wir aber machen mögen und sogar sollen, ist unser Widerstand gegen Stereotypen Missbrauch. Deutsch-polnische Geschichte gibt uns genug Beispiele, dass die Fremdbilder und Stereotype im Rahmen der Manipulationen und Propaganda als Mittel im politischen Kampf benutzt wurden und dann gezielt zum gegenseitigen Hass führten, sowohl in Deutschland als auch in Polen. Daher ist es besonders wichtig, in dem Fremden immer einen Menschen zu erblicken und auf eine persönliche Begegnung nicht zu verzichten. Dazu verpflichtet uns die Nachbarschaft, oder? Meine Damen und Herren, ja, Herr Pergorski, vielen herzlichen Dank für Ihren unglaublich inhaltsreichen Vortrag, der uns viel gezeigt hat, dass das 17. Jahrhundert, ich soll ins Mikro sprechen, ein völlig unterschätztes Jahrhundert ist, gerade heute in einer Zeit, die Geschichte gerne mit allem nach 45 beginnen lässt, denn im 17. Jahrhundert sind enorm viele der Wurzeln gelegt worden, die unsere heutige Gegenwart bis heute prägen. Das 17. Jahrhundert war, da stimmen immer mehr Historiker überein, wir bezeichnen es inzwischen als langes 17. Jahrhundert, ein Jahrhundert, das den eigentlichen Übergang von einem späten Mittelalter in eine frühe Moderne gezeitigt hat. Ein Jahrhundert, wo die ersten aufklärerischen Ideen, neue religiöse Ideen und eben auch Feindbilder oder Stereotypen entstanden sind, die sehr nachhaltig gewirkt haben. Also Herr Pergorski hat uns sehr viel gezeigt über diese polnischen Bilder. Das Schlimmste, was ich aus Reiseberichten immer über Polen kenne, sind die Berichte über die polnischen Wirtshäuser. Allerdings, ja, die Gasthäuser in Polen haben einen ganz besonderen Ruf unter den deutschen Reisenden gehabt. Und das hat sich lange gehalten, ist aber auch in anderen Ländern nicht anders gewesen. Meine Damen und Herren, wie immer bitte ich Sie herzlich, nutzen Sie die Gelegenheit. Wir haben hier einen Fachmann über ein großes Thema, das auch in die Gegenwart zu verlängern ist, wie wir gesehen haben. Und fragen Sie nach. Bringen Sie Ergänzungen an. Ich bitte Sie, wer auch immer beginnen möchte. Sie haben alle mit Ihrem vielen Wissen erschlagen. Ja, das aber ist eher ein Beweis. Ja, bitte. Das Wort Adelsrepublik,
Generell war der Staat damals so gemacht, so funktionierte es, dass der Adel das Wichtigste zu sagen hatte. Das heißt, das war Königreich, aber im Endeffekt die Macht lag in den Händen der Adeligen. Sie kennen wahrscheinlich aus der Geschichte das Recht Liberum Veto. Das heißt, in Polen mit nur eine Stimme war viel genug, um einen Reichstag zu zerreißen. Im 16. und 17. und 18. Jahrhundert war das immer auch eine Sache, auf die die Polen sehr stolz waren, das aber sehr oft, gerade im 17. und 18. Jahrhundert, missbraucht wurde. Das heißt, deswegen war die Destabilisierung so stark, dass zum Beispiel ein Magnat oder ein Ausgesandter aus Deutschland oder aus Italien oder aus Frankreich oder was weiß ich, einen polnischen Mann bestechen konnte. Und der konnte zum Beispiel verhindern, dass ein neues Gesetz eingeführt wird oder eine Steuer für die Armee gesammelt wird. Also als Republik, das ist die Zeit, das ist ein System, wo der Adel die wichtigste politische Macht war. Damals war Adel zwischen 5-8% der Einwohner. In Polen sagt man immer, das war eine echte Demokratie und wir waren viel, viel vorne im Vergleich zu anderen absolutistischen Ländern damals. Teilweise stimmt das, da das wirklich so war, dass 5-8% der Einwohner wirklich am politischen Leben teilnehmen konnte. Natürlich nicht alle auf einmal. Man hatte einfach, das Land war in Woiwodschaften geteilt und in jeder Woiwodschaft gab es Landtag. Im Landtag hat man Abgeordnete gewählt und die Abgeordneten sind dann zum Reichstag in Warschau, Lublin, Krakau, Litauen, Grodno gefahren. Das heißt, wir hatten mit einer Art Demokratie zu tun, aber wie gesagt, im Laufe der Zeit gab es zu immer öfteren Missbräuchen. Jeder Adelige konnte korrumpiert werden, bestochen werden. Und das Problem war auch die Schichtung, die ich hier kurz angesprochen habe. Das heißt, eine echte Gleichheit im Adelstand gab es nicht. Das heißt, die reichen Adeligen konnten oder waren einfach Patronen für die kleinen Adeligen und die konnten ihnen sagen, wofür sie stimmen sollten. Deswegen also Adelsrepublik zuerst als System, wo Adel regiert und das Respublika, also Gemeinwesen für alle Bürger. Andererseits, das hat auch eine negative Konnotation, also Adelsrepublik. In diesem Begriff versteht man auch diese Missbräuche und diese negative Entwicklung, die dann besonders stark im 18. Jahrhundert zu füllen war und auch in der Propaganda des Fritz II. Gern benutzt wurde. Ja, die Polen sind nicht imstande, sich selbst zu regieren. Ne? Also die zerreißen jeden Reichstag, die sind die ganze Zeit bestochen und die sind nicht imstande, einen richtigen, ordentlichen Staat wie wir Preußen bauen. Ja, bitte, Frau Uwehrein. Ja, ich würde doch noch mal genauer wissen, Sie haben vorhin gesagt, in den polnischen Gebieten gab es weniger Städtebildung. Das Deutsche Reich war ja auch kein nationaler Staat oder so, da gab es ja auch jede Menge einzelne Herrschaften und es gab auch Adelshierarchien. Hat das auch was damit zu tun, dass in Polen vielleicht die Bildung der Städte und des Bürgertums weniger stark war oder stimmt das auch nicht? Denn Danzig war wichtig, Königsberg war wichtig, also ich bin da noch verwirrt. Okay, also zuerst Königsberg. Königsberg ist eigentlich ein separates Herzogtum, schon seit dem 16. Jahrhundert. Das war Herzogtum Preußen, stand bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts als Lehen, also in einer Beziehung zu Polen, aber hatte eigene Regierung, eigenen Herzog und war weitgehend also separat von Polen. Mit königlichen Preußen, also mit Danzig, Elbing und Thorn, ist auch eine spezifische Geschichte, da die Städte hatten eine Autonomie und waren eigentlich im ganz Polen als Ausnahmen oder sind als Ausnahmen zu verstehen. Die hatten zum Beispiel das Recht,
ihre Abgeordnete an den Reichstag zu schicken, obwohl sie keine Adelige waren. Die Abgeordneten konnten nicht zustimmen, aber konnten an dem Reichstag teilnehmen. Und jetzt zu Ihrer Frage, es bezieht sich auf die Städte, ja? Inwieweit die Städte... Ja, das ist auch unterschiedlich, wenn wir den westlichen Teil von Polen betrachten, Großpolen, Kleinpolen, ist die Dichte eigentlich genauso wie zum Beispiel im Reich. Wenn wir aber Litauen, aber vor allem auch die Ukraine betrachten, dann ist die Bevölkerungsdichte viel, viel, viel enorm kleiner und da gibt es eigentlich, also es gibt Städte, aber die sind natürlich überhaupt nicht politisch wichtig. Und die haben auch nicht so, die sind auch nicht so organisiert wie die Städte zum Beispiel in Westpolen. Das heißt, Westpolen, Großpolen, Kleinpolen hatten Städte, die auf magdeburgischem Recht begründet waren. Das heißt, die hatten auch ihre spezielle Position, die hatten ihr Gericht. Es gab aber auch andere Städte in Polen. Das waren königliche Städte, bischöfliche Städte, die anderes Rechtssystem hatten. Und im Endeffekt waren also die Städte keine politische Macht damals. Ich weiß nicht, ich habe so viel gesagt jetzt, dass ich weiß nicht, ob ich Ihnen Ihre Frage beantwortet habe. Also bestätigt ja eigentlich, dass Polen über ganz lange Zeit im 17. Jahrhundert eine ganz, ganz extrem feudalistisch strukturierte Gesellschaft war, ja, wo dann eben Reichtum sich in ganz wenigen Händen auch konzentrieren konnte und man hat kein Gegengewicht gehabt und das erklärt natürlich auch, warum viele Dinge sich nicht verändern. Ja, und im 16. Jahrhundert war die Lage noch ein bisschen anders, da der Adelstand ziemlich ausgeglichen war. Das heißt, diese 5-8% der Gesellschaft nicht so geschichtet war wie später. Im 17. Jahrhundert zusammen mit diesen wirtschaftlichen Problemen hat sich das, so wie Sie sagen, hat sich das enorm geschichtet und diese Entwicklung ging in die Richtung, dass das meiste Geld in den Händen nur wenigen war. Und deswegen, Frondienst war immer größer im Laufe des 17. Jahrhunderts. Also die Entwicklung, wo man in England, Frankreich und man spricht in der Historiografie über, mindestens in der polnischen Historiografie, über Elbe-Linie. Alles, was westlich der Elbe war, alles, also generell, hat sich dort die kapitalistische Wirtschaft im 16. und 17. Jahrhundert entwickelt. Alles, was östlich war, eher nicht. Das ist natürlich eine Verallgemeinerung, aber ja, erst da könnten Sie etwas sagen zu dem Verhältnis Polen und Schweden, weil die Schweden haben ja sehr lange sehr mächtig geherrscht in Polen, wenn ich an Kaiser Karl den XII. Denke. Wie hat sich da das Verhältnis entwickelt zwischen den beiden Ländern? Ich bin kein Spezialist in diesem Bereich. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Schweden viel, viel weniger bekannt waren als die Deutschen. Die Deutschen waren für die Polen bestimmt ein Begriff, etwas, womit man irgendwas assoziiert hat. Die Schweden bis ins 16. Jahrhundert waren überhaupt kein bekanntes Volk. Im 17. Jahrhundert waren sie grundsätzlich zuerst als Protestanten angesehen und zweitens als Barbaren. Wenn wir uns vorstellen, was zum Beispiel Schweden in Polen gemacht haben, das wird vielleicht wie Revisionismus vielleicht zu viel gesagt, aber wie eine Klage. Wissen Sie, warum die ersten Ausgaben von Kopernikus in Uppsala oder in Schweden jetzt sind? Weil, oder nicht Herausgaben, weil das in Westeuropa herausgegeben wurde, aber Handschriften oder die Bibliothek von Kopernikus, weil das gestohlen wurde. Wissen Sie, warum jetzt, wenn wir Dürre haben und Weichsel nicht so viel Wasser hat, warum wir so viele Teile des Schlosses, der Steine oder der Ausstattung oder auch des Äußeren in Weichsel finden? Weil die Schweden wollten das nach Hause bringen. Für sie war Polen als ein so entwickeltes Land, dass sie vieles mit nach Hause bringen wollten. Also um das zu Ende zu bringen, würde ich sagen, Polen halten nicht viel von den Schweden. Sie assoziieren ihn eher als Barbaren und Lutheraner. Und das merkt man auch, das ist ja das 19. Jahrhundert, also schon was anderes. Aber
Henryk Sienkiewicz, ein Literat und ein Romanschriftsteller, stellt so die Schweden vor, dass sie, als die Tjänstehau, also eine wichtige Wallfahrtsort in Polen, also katholisches Zentrum, als die Schweden da Tjänstehau erobern wollen, haben sie gesungen, ein feste Burg ist unser Gott, und haben so Kanonen gezogen. Also das ist ein Bild, das auch im 19. Jahrhundert ganz stark geprägt wurde. Natürlich war das im 19. Jahrhundert war diese konfessionelle Gegenüberstellung besonders wichtig. Aber was die Schweden von den Polen gehalten haben, kann ich leider nicht sagen, weil ich die schwedische Literatur nicht gelesen habe. Ja, vielleicht erst noch mal eine Ergänzung zu den Städten. Die Städte, die Sie erwähnt hatten, die im Westen liegen, das sind ja eigentlich Anführungsstriche urdeutsche Städte des Deutschen Ordens. Also Königsberg ist ja geprägt worden durch den Deutschen Orden und Danzig, ich bin nur nicht so bewandert, aber ich denke, da waren auch deutsche Ordensritter, zumindest seit dem Anfang des 14. Jahrhunderts, 13 oder 9 wurde das erobert. Das heißt also, deshalb kannten auch die Polen die Deutschen, weil die natürlich die Kultur dahin gebracht haben, die Gebäude gebaut haben, die Kirchen gebaut haben, Handel getrieben haben, und deshalb waren sie eben sozusagen da und haben das Städtebild geprägt. Und das, die zweite Frage eigentlich, die, der Reichstag, war das nur Adlige? Weil Sie sagten, 8% haben das geprägt, das waren alles Adlige. Und die wurden sozusagen, obwohl sie im Reichstag formal alle gleichberechtigt waren, haben die Magnaten entschieden, einzelne, was passiert, weil die, die nicht wollten, wurden bestochen oder vielleicht auch um die Ecke gebracht. Ja, also das, einerseits war das aus den heutigen Perspektive ist das wenig, dass nur 8% der Gesellschaft politische Rechte hat, aber damals war das schon viel. Ja, Sie haben auch vorhin erwähnt, so bei Ihrer Beschreibung der ethnischen Sachen und so, dass viele Dinge aus dem Süden von den Türken gekommen sind. Sie haben da den Krumme Säbel, ja. Ist das was Wichtiges? Gibt es in Polen tatsächlich solche Einflüsse? Sind die nachhaltig gewesen? Hat man heute auch noch so einen Blick nach Süden eher? Denn das war ja von der Konfession her eigentlich auch nicht. Jetzt nicht mehr. Entschuldigung, dass ich Ihnen in Wort komme, aber jetzt nicht mehr. Das war eigentlich die Domäne des späten 16. und 17. Jahrhunderts. Das war enorm interessant, weil Polen damals sehr viele Kriege gegen die Türken geführt hatte und sich als antemurale Christianitatis, also als ein Schild des Christentums gegen die Ketzer und Heiden gefühlt hat. Aber trotzdem zum Beispiel in der Mode, in der Kleidung, das war zum Beispiel hier zu sehen, und das war ganz oft zu sehen. Man konnte zum Beispiel die Mützen oder doch hier das ist alles aus Braun-Hogenberg. Das heißt, nicht alle Polen haben natürlich so ausgesehen, ne? Aber so haben das die Deutschen auch assoziiert. Die Mützen, die Mäntel, die Säbel, das war nationale Tracht, war sehr stark von den Türken beeinflusst. Wann hat sich das verändert? Ich würde sagen, Schluss damit war das das 18. Jahrhundert. Also jetzt, aber das würde ich sagen, schon im 19. Jahrhundert hatte man grundsätzlich nach Westen geguckt, und im 19. Jahrhundert, also liberale Tendenzen in Frankreich, das war damals der Bezugspunkt. Und dann natürlich 20. Jahrhundert Amerika und jetzt Europäische Union, und diese Beziehungen zur türkischen, zur östlichen Kultur sind nicht mehr zu sehen. Aber es ist eine enorm spannende Sache, warum das eigentlich so passiert ist, obwohl das eigentlich ja Gegner waren, ne? Aber das ist vielleicht damit verbunden, das wollte ich auch kurz andeuten, war vielleicht so ein bisschen chaotisch, wie stark die ökonomischen Kontakte oder Handelskontakte damals waren. Ne? Zum Beispiel stellen wir uns Lemberg vor, eine Stadt, wo Armenier, Juden, Reußen, Litauer, Tataren und was weiß ich noch da wohnt, also mindestens 8 oder 9 Konfessionen und Religionen auf einmal, und die handelten, das war wirklich ein wichtiges Zentrum zwischen Ost und West im Handel,
wenn es nicht übers Meer ging, dann ging es über Ukraine, Lemberg, Preußen und dann Richtung Krakau. Und das war vielleicht auch damit verbunden, da man in den Türken nicht nur diesen Erbfeind gesehen hat, sondern auch Geschäftsmann, also Menschen, mit denen man handelt oder gehandelt hat. Also vielleicht zur Ergänzung, Sie haben ja gesehen, wie groß dieses polnisch-litauische Reich gewesen ist. Und das Großherzogtum Litauen war im Mittelalter das flächenmäßig zweitgrößte Land Europas und das reichte bis ans Schwarze Meer. Also wir haben da Kontaktzonen, die sich gehalten haben bis ins 17. Jahrhundert hinein und die auch immer wieder zu Einfällen geführt haben. Das ist das eine. Und das andere eben, was Sie da sagten zu den Städten, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Danzig waren, aber da sehen Sie ja, welche Pracht dort noch erhalten ist, trotz des Zweiten Weltkrieges. Und das ist ein Resultat der unglaublichen Wirtschaftsmacht, die diese Stadt in der polnischen Adelsrepublik bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, dann ging es allmählich nieder, hatte. Das war wirklich nach Lübeck dann eine der führenden Metropolen, die wir im Ostseeraum hatten. Und deswegen wollten auch die Danziger Reden dann mit Polen verbunden sein. Also die fühlten sich nicht als Polen natürlich, aber die hatten einfach so viele Profiten, dass sie zusammen in Polen in einem Stadt waren, weil da das ganze Getreide aus Polen durch Weichsel wurde über Danzig dann nach Westeuropa geschickt. Und das war eindeutig mit einem großen Geld verbunden. Ja, bitte. Sie hatten sich gemeldet. Ich bin jetzt kein Historiker. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so wirklich man untermauern kann, was ich sage. Ich bin in Polen sozialisiert und habe viel gelesen und kenne das Land dann ja auch. Um auf die Frage so ein bisschen zu kommen, diese ganze Städtebildung und wie das passiert ist und vielleicht warum die Beziehungen zu Osten dann noch ein bisschen stärker sind. Das ist in Polen nicht so gewesen, dass sie nicht in der Lage waren, Handel zu treiben und ja auch diesen ganzen Bereich zu entwickeln. Das ist gesehen worden, so 15. 16. Jahrhundert, als eine niedrige Tätigkeit, die nicht erstrebenswert ist. Man hat ganz bewusst den Handel den Deutschen überlassen und dem jüdischen Volk. Man hat gesagt, das ist für uns, wir sind jetzt hier mit unseren Ländereien, diesem Feudalsystem sind wir eigentlich, fühlen wir uns besser und krämer und das sind die Deutschen, die sollen sich darum kümmern. Deswegen ist diese ganze Entwicklung, die in Deutschland passiert ist, mit Hansastädten, das sind Polen überhaupt nicht gewesen. Ne? Und die Tataren oder Türken, das waren auch Krieger. Und die Polen haben sich als Krieger gefühlt, deswegen waren die uns näher, also waren den Polen näher als die Krämer aus dem Westen. Ja? Also das ist ja auch so ein bisschen das Schlimme in der polnischen Geschichte, dass Polen ja auch sehr, sehr viele Jahre, das ist ja auch früher von der Zeit, ja auch eher sich mit diesen Danzig ist so groß geworden, weil es ja auch eben dann Weichsel zu Ende ist und geht in Baltikum, das war eine Hafenstadt. Und Polen hat unheimlich viel Kornweizen produziert, das muss irgendwie verkauft werden. Aber die Polen selber haben das nicht verkauft. Die haben diesen ganzen Prozess den Deutschen und eben den Juden überlassen. Und deswegen sind sie dann ja auch später so gescheitert als Nation, weil sie eben das nicht erkannt haben, dass es ja auch ein wichtiger Entwicklungsfaktor ist. Ja. Ja, bis jetzt zwei Sachen. Vielen Dank. Zwei Sachen sind mir jetzt eingefallen. Das erste ist ein Spruch, Wyszedłeś Zabłocki na mydle, das bis heute immer noch funktioniert. Das ist aus dem 18. Jahrhundert. Oder sagt, wenn jemand was versucht, aber ihm nicht geht, dann sagt man, ja, der ist wie ein Zabłocki, der Seifen verkaufen will. Das heißt, also das negative Gefühl zum Handel war beim Adeligen ganz, ganz stark zu sehen. Und das ist die zweite Sache, dass man muss hier diese Ideologie des Sarmatismus hervorheben. Das heißt, das war die Identität der Adeligen, die Kultur der Adeligen, die hat, wie auch, ich kenne Ihren Namen nicht, entschuldigen, wie mein Vorsprecher gesagt hat, also man hatte
seine Vorfahren in den Skythen oder in den Sarmaten gesehen. Sarmaten, das waren die, die aus dem Osten gekommen sind. Deswegen haben sie sich auch irgendwie aus die Menschen des Ostens gefühlt. Und deswegen waren sie Krieger und keine Händler. Ja, aber dennoch möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass also diese ganzen Kontakte der Städte auch über die Hanse gewachsen sind. Wenn wir jetzt noch eine Karte des Flusssystems dieser Gegend hätten, dann würden wir sehen, wie auch der Handel vom Norden Richtung Osten, Richtung eben orientalische Länder auch weitergeführt worden ist. Und ich denke, das ist auch eine Grundlage, auf der hier alles gewachsen ist, von dem wir heute gehört haben. Das ist für die Städtebildung enorm wichtig gewesen, diese Vorarbeit der Hanse. Ja, zweifellos. Es kommt natürlich ein Aspekt hinzu, den man nicht übersehen darf. Ich weiß nicht, wie es in Polen ausgebildet war, aber es ist das Zunftsystem. Ja, und das Zunftsystem ist ein System, das Handel, Gewerbe sehr genau regelt und nur über den König gesteuert werden konnte. Und dieses Zunftsystem hat natürlich mittelalterliche Ursprünge. Und also insofern, so ganz pauschal ist es wahrscheinlich nicht gewesen, denn nach Danzig ist ja sehr viel Gut auch über die Flüsse eben transportiert worden, was dann von dort exportiert worden ist. Und es gab einen enormen Wettkampf um die Handelshoheit im Ostseeraum zwischen den Häfen Königsberg und Danzig. Die haben sich also gegenseitig bekämpft bis aufs Messer. Und gerade auch im Dreißigjährigen Krieg sieht man das sehr deutlich. Und diese Handelsbeziehungen gehen ja dann um den Kattegat herum bis nach Belgien, bis in die Niederlande oder sowas. Also da war schon auch, Danzig war ein großer Kontakt. Punkt zwischen verschiedenen Zonen. Also das macht ja Polen so unglaublich spannend, oder diese Adelsrepublik, was Herr Bagorski ja auch gesagt hat, aus wie vielen verschiedenen Völkern oder Bevölkerungsteilen, aus wie vielen verschiedenen Regionen dieser Staat bestand, der dann trotzdem versucht hat, sich über eine republikanische Verfassung zusammenzuschließen, und letztlich ist ja der Staat wirklich, wie Sie eben sagten, krachend gescheitert mit den Teilungen, die dann im 18. Jahrhundert kamen, und der Staat Polen hatte nichts entgegenzusetzen mehr. Ja, also insofern ein ganz spannendes Thema, meine Damen und Herren. Ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr. Gibt es noch Fragen an Herrn Pagorski? Dann erlauben Sie mir noch zwei Hinweise. Vielleicht haben Sie heute in der Zeitung gesehen, da gibt es ein Porträt von Herrn Pagorski im Ostholsteiner Anzeiger. Aber ich darf Sie auch darauf hinweisen, dass Sie Herrn Pagorski in einer der nächsten Folgen des Reisepodcasts der Eutiner Landesbibliothek hören können, wo er auch über diese Fragen spricht. Das können Sie über die Homepage der Landesbibliothek oder über die bekannten Kanäle Spotify und so weiter, können Sie den Reisepodcast von gestern nach morgen sich gerne anhören. Alle 14 Tage eine neue Folge und eine auch mit Herrn Pagorski, auch mit vielen spannenden Geschichten. Ansonsten bleibt mir nur noch, Sie auf die nächste Veranstaltung hier hinzuweisen, die in 14 Tagen stattfindet. Dann wird es um eine Buchvorstellung gehen über ostholsteinische Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben, dass Sie nicht zu sehr unter Hitze und Regen leiden. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich danke ganz besonders Herrn Pagorski. Ich danke auch Ihnen, Frau Söxfer, für die einleitenden Worte, und wünsche Ihnen noch weiterhin einen schönen Abend. Vielen Dank.